Ja, herzlich willkommen zurück hier beim University Future Festival 2023 auf der Mainstage in Berlin. Wir freuen uns jetzt sehr, dass Katharina Schüller und Henning Koch bei uns sind. Henning Koch arbeitet beim Stifterverband, der das Festival ja auch unterstützt. Und Katharina Schüller ist Expertin für Datenkompetenz, hat in dem Bereich geforscht und ist nun auch als Beraterin tätig. Und gemeinsam haben sie im Januar 2021 die Data Literacy Charter auf den Weg gebracht, um ja ein gemeinsames Verständnis dessen zu haben, was eigentlich Datenkompetenz heißt und die Bedeutung damit auch so ein bisschen klar zu machen. Also um überhaupt erstmal rauszufinden, wie könnte man eigentlich definieren, auf welchem Level jemand in dem Bereich der Datenkompetenz ist. Und jetzt geht es darum, wie man hier einen internationalen Standard entwickeln kann, damit wir als Gesellschaft in der Lage sind, mit Daten und KI auf bewusste und ethisch vertretbare Weise umzugehen. Ich freue mich sehr, dass Sie beiden jetzt hier sind und verweise gerne darauf, dass wir hier die Möglichkeit haben, nachher auch über Fragen noch mit den beiden in Kontakt zu treten. Ganz gerne einfach während der Keynote hier über Plaudern in den Chat die Fragen reingeben und wir kommen dann am Ende noch dazu und können in den Austausch treten. Und jetzt freue ich mich sehr und heiße herzlich willkommen Katharina Schüller und Henning Koch. Herzlich willkommen. Ja, Katharina, jetzt ist es soweit. Unser erster gemeinsamer Vortrag ist tatsächlich unser erster gemeinsamer Vortrag und dann direkt auf einer Mainstage. Und ich bin mir dessen vollkommen bewusst, dass ich diesen Platz hier auf der Mainstage nicht ohne dich, Katharina, sozusagen bekommen hätte, weil du ja wirklich so was wie eine Vortragsreisende bist für das Thema der Datenkompetenzen, für unser gemeinsames Thema der Data Literacy. Wenn man dir auf LinkedIn folgt, dann sieht man, dass du teilweise morgens in Hamburg einen Vortrag zu dem Thema hältst, mittags in Lüneburg und dann am nächsten Tag einen wichtigen Vortrag in Brüssel oder Barcelona. Und deswegen gibt es eine Frage, die ich zu Beginn klären möchte. Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir auch im Sinne unseres Publikums klären sollten. Die Frage lautet nämlich, weißt du gerade überhaupt, wo du bist? Ja, ich musste schon ein bisschen nachdenken. Normalerweise schreibe ich das ja auf die erste Folie meiner Präsentation immer drauf, damit ich mich nicht verirre. Heute ist leider die Präsentation nach mir angekommen, deswegen war es ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, ich bin in Berlin. Ich bin auf dem University Future Festival, ja, auf der Mainstage, richtig. Mhm. Aber Henning, ich habe gesehen, du hältst drei Vorträge. Weißt du eigentlich, in welchem Vortrag du heute bist? Ja, aber dafür bräuchte ich die nächste Folie. Okay. Naja, das ist immer noch nicht ich die richtige. Ich wollte dich nur ein bisschen verwirren. Ah, danke. Ah ja, genau. Es geht also darum, wie macht man einen internationalen Standard für Data and AI Literacy. Das scheint also der Vortrag zu sein, den wir jetzt gemeinsam halten. Insofern, denke ich, können wir jetzt loslegen. Und was sich jetzt schon gezeigt hat, es gibt eigentlich nichts Besseres als gut vorbereitete Witze. Und die passenden Lacher an der richtigen Stelle. Genau. Aber lass uns doch anfangen mit unserem Vortrag, Henning. Ja, sehr gerne. Nach diesem Intro, glaube ich, können wir mal loslegen. Genau, also wir sehen jetzt hier die DALI-Bubbles und die DALI-Buzzwords. Und ein bisschen geht es bei dem internationalen Standard für Data and AI Literacy darum, dass wir uns der Herausforderung stellen wollen, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass es da draußen ganz viele unterschiedliche Konzepte gibt zu Data Literacy. Es gibt unglaublich viele Buzzwords im Moment, Data Literacy, AI Literacy, Machine Learning, Deep Learning und so weiter und so fort. Und dahinter stehen eben ganz unterschiedliche Konzepte. Und wir haben uns eben vorgenommen, diese ganzen unterschiedlichen Konzepte zu sichten und dahingehend zu untersuchen, dass wir uns auf die Suche nach Schnittstellen machen und uns der Frage stellen, was diese unterschiedlichen Konzepte eigentlich verbindet. Darum geht es sozusagen im Kern des Ganzen. Und wir möchten damit sozusagen transparent machen, wo diese Schnittstellen liegen und was man auch sozusagen mit so einem Data Literacy and AI Standard erreichen kann. Und wie man den dann einsetzt, das erklärst du uns, glaube ich, Katharina. Ja, genau. Also erstmal haben wir festgestellt, unser Heads-up steht ja hier ein bisschen auf dem Kopf und genau das wollen wir machen. Wir wollen jetzt mal das ganze Thema von Kopf auf die Füße stellen. Du hast ja schon eine ganze Menge Begriffe genannt, die hier so mehr oder weniger synonym teilweise verwendet werden, wie Data Literacy oder Data Culture oder Data Ethics oder Data Driven. Das ist ja wirklich wie so ein Buzzword-Bingo. Mhm. Und jetzt könnte man natürlich sagen, gut, ich habe mich ja mit dem Thema schon ein bisschen länger auseinandergesetzt. Das ging bei mir los. Mit der Frage, Daten sind das neue Öl, auf die kommst du ja gleich nochmal. Aber so mit dem Thema, was ist eigentlich Data Literacy, daran forsche ich schon eine ganze Weile. Ich komme ja eigentlich eher aus der Statistical Literacy.
Und gleichzeitig aus der Beratung, wo alle irgendwie nur schreien, so Daten, yeah, und da müssen wir jetzt irgendwie mehr draus machen. Aber gleichzeitig merkt man, keiner weiß eigentlich, wovon man spricht. Und es poppen jede Menge Kurse auf zu dem Thema Data Literacy. Und wenn man genau hinschaut, ist es oft irgendwie so ein bisschen Excel für Anfänger oder Statistik-Leitkurse und so weiter. Aber so richtig, wie man jetzt aus dem Rohstoff Daten, dem Rohstoff Öl, dann wirklich bessere Entscheidungen oder wertschöpft, ist ja gar nicht so klar. Mhm. Was hast du dir denn gedacht, dass du diese Metapher eingeführt hast, Henning? Also ich habe diese Metapher mitgebracht, nicht weil ich sie so super gut finde und eins zu eins unterschreiben würde, sondern ich habe sie vor allen Dingen deswegen mitgebracht, weil sich anhand dieser Metapher für mich immer noch besonders gut illustrieren lässt, was man mit Daten machen kann oder was Daten überhaupt sind. Also ähnlich wie Öl sind eben Daten ganz oft der Beginn einer Wertschöpfungskette. Das heißt, aus Daten können sozusagen neue Produkte entstehen und neue Dienstleistungen generiert werden. Das ist eine Sache, die man mit dem Zitat sehr gut erklären kann, beispielsweise. Ich habe eine andere Metapher mitgebracht. Mhm. Die hier, so ein Ring. Ich meine, jetzt bist du schon verheiratet, Henning, du müsstest es ja eigentlich wissen. Unser gemeinsamer Freund Florian Rampelt hat ja sogar hier geheiratet, Hier in diesen Räumen. Aber wenn es nur um das Thema Gold geht. Warum ist jetzt dieser Ring hier so wertvoll und warum ist er so viel wertvoller als ein Juwelier von, also ein Ring von irgendeinem Juwelier von der Ecke hier irgendwo in Neukölln? Mhm. Weißt du das? Oder was glaubst du? Ja, es ist sowas wie der klassische Verlobungsring, dieser Ring. Ja, und warum? Na, weil das ein gewisses Symbol darstellt, also das. Dieser Ring bedeutet etwas, was eigentlich über diesen eigentlichen Ring hinausgeht. Der steht für etwas. Genau. Und das ist die Metapher, die ich so spannend finde. In diesem Ring, wie in jedem anderen Diamantring auch, sind Rohstoffe drin. Ein Stück Metall, ein Stück Stein, wertvoller Stein, weil das wird geschliffen. Dann wird das zusammengefügt und dann kommt dieser Stempel rein. Mhm. Dieser Stempel von Tiffany's und der macht ihn zum klassischen Verlobungsring. Und ganz ähnlich ist es mit Daten, wenn man aus Daten wertschöpfen möchte. Die Daten sind der Rohstoff, genauso wie das Öl. Die werden bereinigt, dann werden sie Informationen, dann führt man sie zusammen, dann werden sie Wissen. Aber erst wenn man dieses Wissen kontextualisiert, wenn man es interpretiert, dann bekommt es Bedeutung. Dann wird es wertvoll, dann wird dieses Wissen auch zur Macht. Mhm. Und das ist so wichtig zu verstehen beim Thema Data Literacy, dass man unterscheiden muss zwischen Daten und der Bedeutung, die in diesen Daten drinsteckt. Mhm. Ja, wir haben eine neue Ressource, aber niemand will Daten, sondern eigentlich geht es um Antworten auf die Daten. Genau. Mehr fällt dir dazu nicht ein? Ich wollte eigentlich noch viel mehr sagen zu diesem Data is the new oil. Entschuldige. Das ist kein Problem. Ich wollte zu dem Data is the new oil unter anderem noch sagen, dass diese Metapher auch nicht an allen Stellen passt, sondern es passt beispielsweise deswegen nicht ganz gut, weil Öl so eine homogene Masse ist und Daten eben was ganz anderes sind als eine homogene Masse. Also die kommen in ganz unterschiedlichen Darstellungsformen vor und das finde ich vor allen Dingen vor dem Hintergrund interessant in unserer akademischen Welt, weil auch hier in dieser akademischen Welt wirklich die ganzen unterschiedlichen Fächer ein ganz unterschiedliches Datenverständnis haben und das finde ich eine ganz spannende Beobachtung. Ja, das ist wirklich ein guter Punkt, den du genannt hast und deswegen haben wir ja auch, das, was uns zusammengeführt hat, ja das Hochschulforum Digitalisierung, das bezieht sich ja genau auf diese akademische Welt. Ja. Und das Hochschulforum Digitalisierung, das zum Stifterverband gehört, hat im Jahr 2018 eine Ausschreibung gemacht, nämlich die Erstellung von einem Data Literacy Framework, weil es auch genau um das Thema ging. Mhm. Wie kriegt man diese Interdisziplinarität hin? Daten sind ein interdisziplinäres Thema in der akademischen Welt. Und dafür war die Ansicht vom Stifterverband, die ich auch teile, es brauchte ein Framework. Dieses Framework durfte ich dann mitentwickeln und das haben wir euch auch mitgebracht heute, nochmal im kurzen Überblick. Das ist auch, kann man sich auch runterladen im Internet, das wird mittlerweile auch ziemlich stark genutzt und es verfolgt genau diesen Ansatz, den ich mit dem Ring schon mal beschrieben habe, nämlich, dass es losgeht erstmal mit einer Fragestellung, mit einer realen Welt, was will ich eigentlich erreichen? Beim Ring wäre das, naja, dass sie halt Ja sagt und mich heiratet. Aber es geht um ein System, es geht um eine reale Fragestellung, eine Forschungsfrage, in der es darum geht, was kann ich überhaupt mit Daten machen, mit Daten beantworten. Dann geht es darum, diese Daten zu beschaffen, aufzubereiten, zu bereinigen
Und dabei wird eben Kontext entfernt. Mhm. Das heißt, wir haben das diesen kodierenden Teilprozess genannt. Und dann geht es wieder zurück, wir fügen Kontext hinzu, wir interpretieren die Ergebnisse, die Daten und leiten Handeln ab. Und das Ganze hat ziemlich gut eingeschlagen. Also in Deutschland wird dieses Framework mittlerweile ziemlich stark genutzt im akademischen Kontext. Es gibt auch eine internationale Version. Aber das war erst der Startpunkt, auch wenn es für mich war. Es ging nämlich dann weiter, als wir gemerkt haben, wir haben versucht, diese Interdisziplinarität zu leben. Dann hätten wir uns kennengelernt, ja? Genau, das war für mich dann sozusagen der Start zu dem Thema Datenkompetenzen mit der Data Literacy Charta, die wir beim Städteverband ausformuliert haben. Und was mich an dieser Data Literacy Charta total begeistert und auch zu Datenkompetenzen ist eigentlich die Tatsache, dass es sich um ein Thema handelt, was sehr, sehr viel mit Bildungsgerechtigkeit zu tun hat. Also unsere Welt ist so dermaßen von Digitalität und von Daten getrieben, dass es sozusagen eine Frage der Gerechtigkeit ist, dass wirklich allen Menschen die Möglichkeit offen steht, Datenkompetenzen zu erwerben. Und wir haben in unserer Data Literacy Charta unter anderem 5 Leitprinzipien ausformuliert. Und das erste Leitprinzip ist eben, dass Data Literacy wirklich allen Menschen zugänglich gemacht werden muss. Und auch, dass Data Literacy, Datenkompetenzen in sämtlichen Bildungsprozessen berücksichtigt werden müssen. Insofern ist das ein Bestandteil von der Arbeit an Datenkompetenzen ist tatsächlich für mich die Bildungsgerechtigkeit, die viel mit diesem Thema zu tun hat, obwohl das vielleicht sozusagen auf den ersten Blick gar nicht unbedingt so auf der Hand liegt. Ja, und das war auch der Schritt, den wir dann rausgewagt haben aus der akademischen Welt. Dann kam nämlich Stadtland-Datenfluss. Der Volkshochschulverband, die Volkshochschulen, die auf die Idee kamen, eine App zu entwickeln mit dem Titel Stadtland-Datenfluss Data Literacy für alle, die richtig cool geworden ist und dann sogar unter der Schirmherrschaft der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel stand. Und diese App Stadtland Datenfluss hat uns dann doch ganz schnell wieder zum Stifterverband zurückgeführt, nämlich zum KI-Campus. Denn auf dem KI-Campus ist dazu ein Online-Kurs veröffentlicht worden und der KI-Campus hat im zweiten Ideenwettbewerb, glaube ich, Florian, du nickst nicht mal. Danke. Im zweiten Ideenwettbewerb ein Schwerpunktthema Data Literacy gesetzt. Und dann hat doch nochmal die Data Literacy Charta durchgeschlagen. Genau, richtig? Das war wirklich so ein ganz spannender Moment nochmal. Genau, dann ist eben die IEEE-Organisation auf die Data Literacy Charta gestoßen. Dabei handelt es sich um einen großen technischen Berufsverband, eigentlich der Elektroingenieure und die bringen sehr viele Standards raus, die eine sehr hohe Akzeptanz haben in der Welt da draußen. Und wir haben uns sehr darüber gefreut, dass dort unsere Data Literacy Charta eben zur Kenntnis genommen worden ist und Interesse daran bestand, eben die Data Literacy Charta zu einem internationalen Standard für Data and AI Literacy auszubauen. Und seitdem sind wir eben im Dialog mit unterschiedlichen Menschen auf der Welt, die sich mit Datenkompetenzen und Frameworks zu Data Literacy beschäftigen und arbeiten in einer Arbeitsgruppe mit denen zusammen. Ja, und ich habe mir auch gedacht, wir gehen da ran, wie wir auch beim Future Skills Framework rangegangen sind, bei dem Framework für Data Literacy, nämlich erstmal zu schauen, was gibt es denn schon? Und das Spannende war zu sehen, wir sind da nicht alleine. Es gab schon einen Standard, diesen IEEE 3527.1 2020, ein bisschen sperriger Name, deswegen hat er auch einen schöneren Namen. Also ich bin ja eher so der Zahlentyp, ja. Aber er heißt dann auch Digital Intelligence oder DQ und DQ meint, das fand ich sehr, sehr interessant, fachliche, emotionale Kompetenzen, die auf universellen moralischen Werten basieren und Individuen ermöglichen, mit den Chancen und Herausforderungen des digitalen Lebens umzugehen. Das ist emotional, moralisch, das erwartet man ja jetzt nicht unbedingt von einem technischen Berufsverband. Nicht unbedingt von einem Elektroingenieur, ja. Nee, und auch wenn man weiterschaut zu Data and AI Literacy, was da so drin steht, es geht um aussagekräftige Informationen, um Strategien, es geht um die Unterstützung von Entscheidungsprozessen. Was uns dann auch noch aufgefallen ist, ist, dass dieser Standard noch eine ähnliche Denkweise hatte, wie wir mit dem Data Literacy Framework, nämlich zu sagen, Future Skills bestehen aus 3 Dimensionen, aus spezifischem Wissen,
aus Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch aus Ethik und Werthaltungen. Das haben wir auch in der Data Literacy Charta so geschrieben. Und es steht hier genauso drin. Herr Henning, warum haben wir eigentlich nicht gleich gesagt, es gibt ja schon Standard? Na, weil der Standard eigentlich viel zu weit dort oben anfängt. Also wir sehen ja Data Literacy Datenkompetenzen tatsächlich als eine sehr niedrigschwellige Kompetenz, über die wirklich alle Menschen verfügen sollten und die, wie ich vorher schon gesagt habe, sozusagen in allen Bildungsprozessen berücksichtigt werden müssen. Und das bedeutet für uns, dass Data Literacy, Literacy im Sinne einer Alphabetisierung, eben tatsächlich in allen Bildungsprozessen berücksichtigt werden muss und deswegen beispielsweise eben auch in der Grundschule eigentlich. In der Grundschule. Wir haben mal ein bisschen geschaut, was es bei der ganzen Welt noch viel mehr Frameworks gefunden. Vieles waren auch keine Frameworks, sondern es war Curricula. In der Grundschule ansetzen war sehr wichtig dabei. Was ich ganz spannend fand, Frameworks, also nicht nur in Europa und vielleicht noch in den USA, sondern wir haben auch in Asien Frameworks gefunden, in Australien, Neuseeland, sogar in Afrika, in Lateinamerika, Mittlerer Osten, also auf der ganzen Welt, auf allen Kontinenten. Es scheint wirklich ein globales Thema zu sein und es gibt doch immer wieder viele Berührungspunkte und viele Unterschiede. Ja. Und gleichzeitig ist es doch auch eine riesen Herausforderung, diese unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Thema irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und wie wir da vorgehen oder was da das Ziel ist, kannst du uns jetzt auch nochmal erklären. Beziehungsweise ist das ja auch etwas, was die IEEE-Organisation uns sozusagen vorgibt als Zielrichtung bei der Entwicklung des Standards. Ja, das ist ein bisschen anders, als wie man so rangeht, wenn man Forschungsarbeit macht. Klar haben wir auch mal mit diesem Systematic Review angefangen von den ganzen Frameworks, aber das Ziel ist eben nicht, hier was ganz Neues zu entwickeln, sondern es geht ja darum, Stakeholder zu überzeugen, dass sie den neuen Standard nutzen, dass sie wechseln und das machen die nur, wenn die sich irgendwie wiederfinden. Also wenn das drinsteht, was sie kennen, wenn es mindestens so gut ist, mindestens so nützlich, aber auch eine gemeinsame Basis schaffen kann, dass man sich auch vielleicht auch international vergleichen kann oder dass man bildungsbereichsübergreifend Data Literacy Programme starten kann, weil das hatten wir im Hinterkopf, als wir den Antrag gestellt haben, dass beispielsweise ein Bildungsministerium sich an den Standard anlehnen kann, wenn es Förderprogramme für Data Literacy ausschreibt und da einfach drin steht, okay, das und das und das muss enthalten sein, damit es zu Data Literacy passt, damit man auch eine internationale Vergleichbarkeit hat. Mhm. Wir haben ja bisher in Deutschland auch noch keine Möglichkeit, Data Literacy in der Bevölkerung zu messen. Mhm. Es gibt keine richtigen Messinstrumente dafür. Also ist unsere Aufgabe, das Ganze mal zu integrieren, zu schauen, was gibt es denn an Frameworks, die schon genutzt werden, wo haben die Gemeinsamkeiten und wo haben die Unterschiede. Aber Industriestandard ist aufpassen, dass hier nicht sondern wir haben halt Copyrights müssen. Sieht man mal so einen kleinen Einblick, wie wir dabei vorgegangen sind. Also man sieht hier in der Tabelle oben diese unterschiedlichen Standards, die wir sozusagen gesichtet haben. Die sind hier gelb hinterlegt. Und dann sieht man hier unter anderem eben auch, was wir bei dieser Kategorisierung in einem ersten Schritt darauf geachtet haben. Ja, man sieht hier auch, also das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, doch mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, da gibt es nichts, wo überall Ja drin steht. Also uns ist schon aufgefallen, das ist lückenhaft. Eigentlich bräuchte man ja doch was Neues. Und dann kam jetzt so ein bisschen auch der Clash of Cultures, das Aufeinanderknallen der Welten. Also auch wenn wir im Geografischen gesehen haben, Data Literacy gibt es überall auf der Welt. WissenschaftlerInnen gehen schon ein bisschen anders ran als gerade PraktikerInnen, häufig aus den USA. Die haben gesagt, es ist keine Study Group. Mhm. Wir sind nicht hier, um Forschung zu machen, sondern um zusammenzuschreiben, was es schon gibt. Genau, und das ist im Prinzip auch die große Herausforderung, dass wir sozusagen in Informationen ersaufen im Prozess dieser Standarderstellung und gleichzeitig eigentlich ja für mehr Wissen oder mehr Durchblick sorgen wollen. Ja, aber wer bestimmt denn eigentlich, welches Wissen da alles dazugehört? Wer bestimmt denn, was Data and AI Literacy ist? Also was mir aufgefallen ist, ist, dass man ganz schnell in Überschneidungen kommt mit anderen Begrifflichkeiten. Digital Literacy zum Beispiel. Oder Computational Literacy. Also gerade wenn man dann auch Gesellschaft für Informatik dabei hat oder Computer Society.
Oder Statistical Literacy aus der Deutschen Statistischen Gesellschaft, wo ich herkomme. Wer hat denn die Deutungshoheit? Dann kommen noch mehr dazu. Information Literacy oder Media Literacy. Irgendwie scheint es mir auch, sieht es auch aus wie lauter verschiedene Welten oder zumindest Kontinente. Oder das ist doch eigentlich dein Thema, Henning, als Kulturwissenschaftler. Ja, ich finde das total spannend. Mir hat das vorher auch gut gefallen bei dem Redner, der vor uns gesprochen hat, dass es eben auch ein bisschen darum gehen muss, sozusagen interdisziplinär zu denken und sich auch ein bisschen davon zu lösen, dass man sozusagen oder dass eine Bereitschaft zu entwickeln, zu etwas gemeinsam beizutragen im Sinne eines internationalen Standards. Und da gehört das eben auch dazu, dass man sozusagen auf die eigene Fachperspektive möglicherweise ein bisschen die rausnehmen muss und sich eben diesen Schnittstellen widmet, über die wir eingangs gesprochen haben. Und das war für mich tatsächlich auch einer der spannendsten persönlichen Erkenntnismomente, dass wir wirklich mit ganz unterschiedlichen fachkulturellen Perspektiven auf dieses Thema gucken und die Menschen aus ganz unterschiedlichen Ecken dieser Welt kommen. Und trotzdem ist es so, dass diese fachkulturellen Perspektiven eine viel größere Bedeutung zu spielen scheinen als die Frage, wo derjenige sich mit dem Thema beschäftigt. Und das ist eine Erkenntnis, die ich irgendwie als besonders spannend empfinde in diesem ganzen Prozess. Ja, das fällt mir auch immer wieder auf. Aber weißt du, was ich mag? Ich mag dieses Bild, was du da als Hintergrund mitgebracht hast, mit diesem Rubikswürfel. Weil man kann halt sagen, dieser Rubikswürfel, der hat halt 6 verschiedene Seiten in verschiedenen Farben, aber man kann die auch gegeneinander verdrehen. Und vielleicht auch in jeder Anwendung, die man hat, in jeder Situation, wo es um Data Literacy geht, muss man vielleicht auch mal die Perspektiven miteinander vermischen und miteinander verschränken. Und dann ist mal ein bisschen mehr Media Literacy drin und mal ein bisschen mehr Computational Literacy oder so, aber das kann eben auch variieren und ineinander übergehen. Und außerdem finde ich, der zeigt noch was, das ist ganz schön anstrengend, so einen Standard zu machen, oder? Ja, weil es einfach darum geht, ganz unterschiedliche Perspektiven miteinander zu verbinden. Aber ich glaube, es ist einfach eine Arbeit, die sich am Ende des Tages auch sehr, sehr lohnen wird, weil man als Gruppe unglaublich viel lernen durfte. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Danke. Ja, vielen Dank, Katharina. Danke, dass ich mit dir arbeiten darf. Danke. Ja, vielen Dank für diese Impulse. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Also wenn Sie Fragen haben, Sie können die gerne hier einfach in diesen Chat unter Plaudern stellen oder auch ins Q&A, da gucke ich rein. Wir haben immer so einen kleinen Delay, bis da so ein paar Fragen eintrudeln, würde ich tatsächlich gerne nochmal die Frage stellen. Sie hatten es angesprochen mit diesem Culture Clash. Kann man denn diese internationalen Standards, die da teilweise zu beobachten sind, kann man die irgendwie clustern? Gibt es irgendwie Muster, wie das Thema so in der Welt betrachtet wird oder ist das zu komplex? Also was wir schon sehen, ist, dass es gerade auch zum Beispiel in Südkorea haben wir einen gefunden oder in Australien oder auch in Kanada gibt es auch mehr Standards, die in Richtung Curriculum gehen, also wirklich schon in die schulische Bildung. Das fehlt bei uns für dieses Thema Daten- und KI-Kompetenzen noch sehr. Auch dieser Versuch, KI-Kompetenzen mal systematisch zu fassen, das wird in USA und Kanada auch sehr viel stärker gemacht als bei uns in Europa. Was mir auch aufgefallen ist, ist im Gespräch mit US-amerikanischen Kollegen, die fangen teilweise sehr viel früher an mit Data Literacy oder etwas als Data Literacy zu fassen. Zum Beispiel gibt es so ein Buch Data Literacy aus den USA und die sagen, die erste Zielgruppe, mit der wir zu tun haben, sind Mobile Data Spreaders. Und damit meinen die junge Menschen bis 18, die halt immer mit dem Handy unterwegs sind und denen gar nicht klar ist, dass sie ständig Daten verbreiten und ständig auch Daten auf ihr Handy kommen. Und da haben wir gesagt, so ja, okay, aber ist das Data Literacy? Und die sagen, ja, bei uns ist das wichtig, weil ihr in Europa, ihr habt die GDPR, ihr seid geschützt. Ihr könnt es euch leisten, dass eure Bürgerinnen und Bürger nicht so Datenliteraten sind, weil ihr seid halt geschützt durchs Gesetz, aber bei uns halt nicht. Also wenn die Leute nicht wissen, was alles passieren kann, dann sind die halt völlig ausgeliefert. Und das fand ich schon total spannend, also diese Unterschiede zu bemerken. Ja, total spannend. So, jetzt kommen hier die Fragen rein. Ich gebe es einfach mal weiter. Gibt es qualitative, in Klammern partizipatorische Forschung, die Situated Knowledge zu Data und AI aus Disziplinen und Kulturen einsammelt? Also ich glaube, wir sind da schon ziemliche Vorreiter mit dem, was wir tun, gell? Also mein Eindruck ist auch, dass es an solchen Forschungsarbeiten tatsächlich noch fehlt. Und dass dieser Standard eben da auch sozusagen ein erster Schritt
in die Richtung sein könnte oder ist. Ja, und meine Beobachtung ist es auch, deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, es ist so schwer. Wir haben teilweise in unseren Arbeitsgruppensitzungen, wir haben eine im Monat, wir verbringen echt viel Zeit damit, darüber zu reden, worüber wir eigentlich reden. Und teilweise merken wir irgendwie nach 3 Monaten, wo wir haben voll aneinander vorbeigeredet, weil irgendwie jemand dann den Begriff Heuristiken benutzt. Und das ist aber in den Computerwissenschaften oder in den Ingenieurswissenschaften, meinen die was ganz anderes, als wenn man eher so aus Statistik mit so ein bisschen Hintergrundpsychologie kommt. Und das, oder Indikator, was meint ein Indikator? Also darüber muss man halt die ganze Zeit reden. Und das macht es dann auch wirklich schwer, inhaltlich weiterzukommen. Genau, und dann ist es gleichzeitig ja auch so, dass wir online zusammenarbeiten, logischerweise. Und auch da ist sozusagen feststellbar, dass man teilweise mit Leuten zusammenarbeitet, deren Hintergründe man gar nicht so richtig super gut einschätzen kann, weil man sie schlicht und ergreifend gar nicht so super gut kennenlernen kann, wie das in anderen Arbeitskontexten vielleicht möglich ist. Vielleicht noch zum Schluss eine anwendungsbezogene Frage. Wie werden diese Standards genau angewendet? Also wo genau und wie kann man sich das vorstellen? Das hat, mach du gerne. Also eine Anwendung haben wir ja schon angedeutet. Also beispielsweise, wenn es um politische Interventionen geht, um geht also wirklich so ein Thema in die Schulbildung, in die Hochschulbildung reinzubringen, zu fördern. Aber man kann solche Standards dann auch nutzen, um Weiterbildungsprogramme zu bauen, um betriebliche Weiterbildung zu machen, Erwachsenenbildung zu machen, Hochschulcurriculum zu gestalten. Also das sind alles Anwendungsmöglichkeiten, die wir uns vorstellen können und die es auch schon gibt. Und eine noch mit einer Bitte um kurze Antwort. Verwenden die Vortragenden Digital Literacy und AI Literacy synonym? Nein. Nein, okay. Das ist auch geklärt. Vielen Dank. Wir sehen, es gibt noch viel zu reden. Das war ja tatsächlich nur eine kleine Einführung ins Thema. Mega spannend. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen hier in der Mainstage in 5 Minuten weiter. Ich freue mich auf gleich. Bleiben Sie dran.